in dieses Turnier rein, das ist klar, oder besser gesagt, nicht in dieses Match hinein und nicht in das gesamte Turnier. Sport1.de/Dartshop, das ist unser Sport1-Dartshop, in dem es nicht nur das Darts-Hero-Schwein oder die Darts-Hero-Schweine gibt, sondern natürlich auch sämtliches Darts-Equipment. Es soll tatsächlich morgen so sein, dass nochmal 50 Sets dieser limitierten Auflage der Taylor Darts, der neuen extra für diese Weltmeisterschaft geschaffenen Taylor Darts, da sein werden. Wer da noch Lust drauf hat, bin ich häufig gefragt worden in den letzten 3-4 Tagen. Der sollte dann morgen auf jeden Fall rechtzeitig zur Stelle sein, denn die werden mit Sicherheit schnell weg sein. Die ersten 150 waren in 20 Minuten ausverkauft. Marco Kantele ist 49 Jahre alt, kommt aus Varsky, die Nummer 152 der Welt. Auch einer, der schon TV-Erfahrung sammeln konnte, der für Finnland im World Cup mit dabei war, der auch European Tour Events gespielt hat. WTO, finnischer Nationalspieler war. Der Mann hat richtig Erfahrung. Ein schweigsamer Bursche, aber mit Ulf Seda, mit Marco Pusa und hier haben wir Kollegen Devin Peterson, ja. Der Dancing Man aus Südafrika. Südafrika, genau. Aber um das noch zu Ende zu bringen, noch einen vierten. Ulf Seda habe ich, Marco Pusa habe ich. Dann haben wir noch Jaco Kumula und er gewinnt den World Cup. Ja. Kim Viljan ist natürlich auch noch einer, der jetzt noch aktuell dabei ist. Aber Finnland hat auch eine ganze Reihe an Qualitäts-Dartspielern. Mikko Laiho fällt mir da ein als Manager von Jaco Kumula. Die haben es damals wirklich auf die Spitze getrieben und sind durch die Gegend gereist und haben es ordentlich verteilt auf der Welt. John Henderson, der Mann mit der wahrscheinlich ungewöhnlichsten Wurfbewegung von allen Spielern aus den Top 50. Er wippt sich von links nach rechts. Es gilt ja eigentlich, so wenig Bewegung wie möglich da irgendwie an den Tag zu legen. Ihm ist das wurscht, er wippt, er macht diese Gewichtsverlagerung von hinten nach vorne. Und wenn der seinen Rhythmus hat und wenn der sein Timing hat, ist der sehr gefährlich. Wie gesagt, World Grand Prix nicht nur Van Gerven geschlagen in der ersten Runde, sondern diese Welle geritten bis ins Halbfinale. Toller Erfolg für ihn, war sein erstes Halbfinale bei einem Major-Turnier in seiner Karriere. Kevin hat den Kessel L.A. Pelle hier angezündet und nun können die beiden profitieren von der Stimmung. Hendo gegen Kantele. Ah, das ist nicht der Start, den Hendo haben wollte. Sieht man ihm deutlich an. Kantele ist noch ein bisschen auf Findungskurs seiner Triple. Das ist natürlich schon die Möglichkeit, hier zu breaken, aber er muss natürlich selber erstmal rein. Das ist die sechste WM für John Henderson. Hat einmal die erste Runde überstehen können, 2014. Flog dann in der zweiten Runde gegen Mark Webster raus, in dem wir gestern Abend erlebt haben, den Waliser. Ja, dann eine Riesenchance, nochmal in die zweite Runde reinzuziehen. Er ist schon viel erfahrener als Marco Kandele. Das Händchen wackelt ein bisschen. Scheint es noch ein wenig mit den Nerven zu tun zu haben. Ja, das war jetzt natürlich nicht der Nackenschlag für Kantele. 116 und 6 Darts. Als kleines Präsent für Henderson obendrauf, weil 195 auch aus Finnland nicht zu checken sind. Tops für Hendo und noch ein bisschen Arbeit für Kantele. Geht nämlich jetzt auch mal runter auf den 19, um ein bisschen das Visier zu verstellen. Sind ihm zu viele Darts abgehauen von der 5. Von der 1 kannst du nicht profitieren da oben. Also runter, 3 Darts und dann kannst du wieder raufmarschieren. Dann fühlt sich das alles wieder frisch und neu an. Tops für Hendo. Und er macht es nicht. Jetzt könnte schon doch gleich die Kante kommen. Mit 2 Darts wäre er hier machbar raus. Triple 20, Doppel 20. Okay. Tops, Tops, nein, er geht wahrscheinlich Triple 16, Doppel 16, auch der passt noch nicht. 48 über. Ja. Dieses Leck gewonnen, wird sich Henderson denken, egal wie, du hast es gewonnen. Vom Average her, auch wenn das jetzt nach einem Leck nicht so aussagekräftig ist, sie stehen beide bei unter 70, das ist nicht gut. Sport1.de, genau die Adresse für sämtliche Informationen zu dieser Weltmeisterschaft, inklusive Live-Ticker und natürlich auch sämtlichen News, all den Videos, auch Interviews, die wir haben.
Die werden alle genau dorthin abgelegt. Und die gibt es natürlich auch dann zu sehen auf der kostenfreien Sport1-App. Aggressives Zebra. Da kommt ein Thunfisch. Kennt man in der freien Natur nicht ganz so. Nein, so ein Thunfisch mit Handy habe ich auch noch nicht oft gesehen, aber... 83. Das ist... Nee, das war ein Kalmar, ne? Das ist auch wurscht, Mensch. Konzentrier dich mal auf das Spiel, du Waffe. Du bist doch nicht hier Simek oder was und willst hier irgendwelche Tiere erkennen, du Trottel. Schönes... Nee, das war doch nicht so schön. Ich hatte eine schöne 100, mein Fehler, Kantele. Kann hier vor Henderson bleiben, ist noch nicht so in Gefahr, gebreakt zu werden, aber könnte echt ein paar Triple ab. Passt noch nicht das Spiel von Marco Kantele. No. Ja, das bist du. Ja, von den Namen her vielleicht das unspektakulärste Match. Wobei, das haben wir irgendwie auch gestern gedacht, Shorty. Und dann ja, haben wir genau diese Partie gehabt von Daryl Gurney. Okay, der ist die 4, aber gegen Ronnie Heidrichs auch nicht unbedingt eins, wo du denkst, da werden wir Gänsehaut kriegen. Und was haben die gespielt? Oha. Da hatten wir ganz schöne Entenpelle. Und natürlich auch dann das Match von Paul Lim gegen Webster. Jedes einzelne Match, es müssen nicht immer die Big Boys sein, richtig, kann sich zu einem richtigen Krimi entwickeln, zu einem besonderen Moment hier im Alexandra Palace. Jetzt kommt er allmählich ein bisschen besser ran. 89 Punkte wirft er. Jeden Fall Break Chance für Hendo. Kantele 151, come on, das wäre doch jetzt ein Brett. Ah, das klappt noch nicht, 74. 91. 60 Rest, aber die Breakchance wird sich Hendo nicht nehmen lassen, glaube ich. Tops. Für die Doppel 20. Ja, die schnappt er sich sofort. Ja. Und damit holt er sich das 2:0 und braucht jetzt nur noch ein Leg, um den ersten Satz zu gewinnen in im Hauptfeld in dieser ersten Runde. Das ist ja eine Erstrundenpartie. Braucht man drei Sätze. Erstes Maximum. Diese erste Runde wird noch bis einschließlich Donnerstag gespielt. Morgen also der Abend des Martin Schindler. Und dann haben wir den Donnerstag unter anderem mit Peter Wright. Morgen spielt am Ende auch noch Justin Pipe. Übrigens, das ist dann das Match, bei dem es darum geht, auf wen Taylor in der zweiten Runde trifft. Taylor, aha, wird ja die letzte Session vor Weihnachten spielen. 23.12. abends. Die Grafik hat Probleme und deshalb bietet uns die Weltregie dazwischendurch auch mal die Anzeige an, die die Zuschauer ja auch hier haben. Also 2,79 für Hendo, 2,19, 2,18. 1,58 für Henderson. Kante Leber 307. Jawohl, da machen wir es gerade. 2,47. 1,87. 127 Rest. Das erste Maximum für Finnland, für Marco Kantele. Jetzt haben wir Hendo. 157. Ah, da sind wir ja wieder. Dann kann ich ja wieder etwas. Aber diese vier Punkte kriegst du auch noch hin. Ja, weiß ich nicht. In einem Sinn. 194 sind der Rest 127. 307 Punkte mit 6 Darts. Kann Kantele das? Nein. Das ist die 304 Rest. Der ist gut, der letzte. Ja. 94, die will ich von Henderson auch erstmal sehen. Er geht auf Bull. 19 und dann Bullseye, um rauszukommen. 69 über. Triple 19 wäre Doppel 6. Ah, da kommt ein John. Ganz zartes Stimmchen habe ich da gehört. Bull für Set. No way. 47 über. Jetzt Finnland. 12, Doppel 16 eine Option. 4 Tops, eine andere. Okay, Doppel 16. 2 Darts zum Break. Jawohl. Doch noch Spannung in Set 1. Marco Kantele kommt so ein bisschen in diese Partie rein. Hat ein Weilchen gebraucht, um sich vielleicht hier an den Elli Pelli und diese Herrschaften zu gewöhnen. Ja,
Nochmal schön rumgerissen, das Ruder von Kantele mit dem letzten die Triple 19 erwischt. 18-5. Ist vom Tempo, von der Geschwindigkeit her auch ein bisschen langsamer dieses Match. Aber es kommt so ganz allmählich etwas mehr Qualität rein. Man möchte fast sich dieser Fußballfloskel bedienen. Ein Tor würde dem Spiel jetzt ganz gut tun. Zum Glück tun wir sowas nicht. Wir fischen nicht bei anderen Sportarten oder sowas. Wir können uns unseren eigenen Schmutz ausdenken. Ja. So ein paar Triple würden der Partie jetzt echt auf die Sprünge helfen. Ja, die Möglichkeit für Kantele hier weiterhin an seinem Aufschlag auch den Erfolg hinten dran zu hängen und das 2:2 zu erreichen. Prima erster Dart. Klasse zweiter. 81 Rest auf 19, Freunde, bitte. Danke. 62 über. Extrem cremig für Kantele. Bisschen Nachholbedarf für Hendo. Zwei Single. Ah ja, da haben wir schon. Zack. Druck auf die 62 von Kantele. 81 für Hendo. Aber ich bin mir sicher, dass Kantele inzwischen auch fühlt und spürt, dass hier heute was gehen kann, wenn Henderson sich nicht steigert. 32 Rest, Doppel 16 für Kantele. Ja, und der ist drin. Sein zweites Leg in Folge macht aus dem 0-2 das 2:2. Und jetzt erleben wir hier ein Entscheidungsleg in diesem zweiten Match des Abends. Guter Start von Hendo, nicht exzellent, aber gut. An Kantele, also sofort ran an die Triple. Ja, der erste ist knapp über. Hat aber keine großen Flights, die da im Weg stehen. Deswegen kommt er wunderbar mit den nächsten beiden Darts an vorbei und gibt den Druck auf Hendo. Freien Lauf. Wenn es so läuft, ist Hendo mit 15 Darts für dich und Kandele mit 12. Heißt Breakkurs. Ja, guter letzter, ja. 2:64. Wir sind beide immer noch nicht über die 85 Punkte Marke hinweg, was den Average betrifft. Da haben wir eben von Kevin München einen ganz anderen ersten Satz erlebt. Ja. Da haut er ihm ab. Da haut er ihm ab. Da ist Hendo wieder in der besseren Position. Aber da kommt auch noch nicht. Das ist auch jetzt gerade hier im Entscheidungsleck wirklich kein gutes Niveau. Nee. Da kann auch Henderson nicht irgendwie ein bisschen aufdrehen und zeigen, warum er hier als Favorit in dieses Match hineingeht. John Henderson, die aktuelle 29 der Welt, 29 hier gesetzt. Wanda. Ja, 160. Noch eine Triple 20. Ja, bitte gerne. Für die Doppel 20. Boom! Und da äußern wir gerade Kritik an Henderson und Kantele. Und John Henderson haut uns die 160 hier rein. Klasse. Zum Abschluss des ersten Satzes. 1-0 Schottland. Wir gehen rein in den zweiten Satz dieser Erstrundenpartie zwischen Marco Kantele, Finnland, und John Henderson, Schottland. Hendo hat ein tolles 160er-Finish gespielt, um sich den ersten Satz im Entscheidungsleck zu sichern. Und damit liegt er 1:0 in Führung. Der Highlander, der vor 2-3 Jahren in München auf der European Tour mal im Finale stand, damals das Finale gegen Michael van Gerven verlor. Hendo, der viele deutsche Fans dahinter sich hatte und gefeiert wurde als Außenseiter gegen den Topstar van Gerven. Vielleicht nochmal für all diejenigen, die vielleicht ein bisschen später zu uns gekommen sind. Da sollen noch andere Sportveranstaltungen am heutigen Abend sein. Ich habe keine Ahnung, was und wie. Raymond van Barneveld wird hier als nächstes auf die Bühne kommen, trifft auf Richard North.
Und dann noch Adrian Lewis gegen Kevin Münch. Der Dragon hat die Vorrunde überstanden und fordert jetzt gleich den Doppelweltmeister heraus. Lasse van Kandele hier kommt noch mal zurück in sein Leck. Chance für Hendo, 66 noch Rest. Bull. 98. Oh. Marco, you require 112. Kantele 112. Triple 20, Doppel 16. Das klappt noch nicht. Und der auch noch in die 1. Das ist natürlich brutalste Ware. 71 über. Henderson. Henderson sieht auch nicht wirklich amused aus. Ist nicht zufrieden mit seinem Spiel, verständlicherweise. Der kann es viel, viel besser. Kantele, 71 Punkte Rest, 58. Die 18 für Tops. Zum 1 zu 0. An Lucky für Kantele. Oh, dann mit dem schwierigsten Doppel kommt er dann endlich zu seinem Break. Kantele hat wenig Möglichkeiten, sich da irgendwie Sicherheit zu holen, weil er hat ja eigentlich ein 66% auf Doppel, dass das Ding jetzt die Doppel 1 landete, da war ja wirklich genug ärgerlich für Kantele. Immer wenn so ein bisschen die Sonne scheint, kommt Hendo und ihm die Tür zu. Schneid von Hendo. John Henderson ist seit Jahren die Nummer 4 der Schotten bei der PDC hinter Gary Anderson, Peter Wright und Robert Thornton. Thornton ist ja ganz schön abgerutscht, ist aber noch drin im Turnier. Brandon Dolan zum Auftakt bezwungen und wird es mit Mensur Suljovic zu tun bekommen in Runde 2. Und aktuell die 28 der Welt. Er hier, wie gesagt, der ranglisten Nachbar als Nummer 29. Für Hendo. Gucken wir mal, was er Kantele. Muss ich da irgendwie überzaubern? Nix. Kann ich direkt für die 16 versuchen. 72 Rest. Alles gut aus Hendo-Sicht. Nochmal ein bisschen Druck aus Finnland. Kommt da nochmal das ein oder andere Dribbeln um die Ecke? 16. Nee. Das ist nicht genug. Noch eine davon für Tops. Jawohl. John Anderson. Third leg Marco to throw first. Game on. Legs for Scotland. 01379 600 800. Das ist die Rufnummer für das Gewinnspiel von Sport 1. 200.000 Euro kann man abräumen. Das Ganze auch per SMS möglich mit dem Kennwort Sport an die 40 400. Ja, guter Start hier von Hendo fürs Break.
nutzt es aus, dass Kantele kein Triple von der ersten drei Darts erwischt hat und gibt ihm wieder ordentlich einen mit zum Denken. Und das wird natürlich immer schwerer für Kantele, hier an seine Normalform ranzukommen. Auch der zweite rutscht ihm ein kleines bisschen zu weit nach rechts rüber. Na, gutes Leck jetzt von Henderson. Eine zweite 140. When I'm right out 40. Und sich schick gemacht. Schön Zwirn gehüllt. Darts macht 121 Rest. Jetzt nach 9 Darts steht also ein Finish. Das ist ansonsten schon eine Erstrundenpartie, Shorty, wie wir sie gar nicht so oft gesehen haben von der Qualität her. Ja. Fällt ein bisschen ab, aber auch das gehört natürlich zu einer Weltmeisterschaft mit dazu. Das gehört auch einfach zum Darts-Alltag mit dazu. Henderson würde auch lieber besser spielen und er kann das viel, viel besser. Das zeigt er uns zum Beispiel hier. Auch Ende dieses zweiten Satzes checkt er wunderbar. Diesmal sind es 121 Punkte und damit holt sich der Highlander auch Satz Nummer 2. 2-0 Führung. Wartet auch nochmal Ross Bray und deutet an. Kurzer Moment. Auf geht's. Satz 3, John Henderson eröffnet. Kantele jetzt sich fast neu erfinden. Ist hierhin wirklich immer in den entscheidenden Situationen 3 Darts zu weit weg. Alles ist klar, dass jetzt Raymond van Barneveld und Richard North sich auch so ganz allmählich fertig machen werden. Für Barney steht viel auf dem Spiel bei dieser Weltmeisterschaft. Oh, er hat viele Punkte zu verteidigen, weil er in den letzten 3, also damit auch in den letzten 2 Jahren im Halbfinale stand. Konnte ja im vergangenen Jahr im Viertelfinale Phil Taylor bezwingen. Verlor dann ein Wahnsinns-Halbfinale gegen Michael van Gerwen. Aber er selber ist davon überzeugt, dass ihm dann gerade hier im Alexandra Palace auch wieder eine besondere Leistung gelingen kann. Ja, warum denn auch nicht? Qualität hat er alle Male dafür. Also das wieder zu wiederholen, steht überhaupt nicht außer Frage, dass er das erreichen kann. Oh. Ob das halt immer gut geht. Genau, anschauen müssen wir uns das trotzdem. Ja, ganz genau. Das weiß ich noch nicht. 72 Punkte Rest für John Henderson. Sehr gut. Ja, Hendo hat keine Probleme mehr, oder? Läuft. Kann ich mir auch nicht vorstellen, ja. Dann kommt er hier mit einem Average von unter 90 vielleicht ins Ziel. Das passiert auch nicht ganz so oft bei einer PDC-Weltmeisterschaft. Wir haben so oft davon gesprochen, dass der Standard so gestiegen ist und dass die Qualität immer höher wird. Und wir das vor allem auch in den Vorrunden-Matches erkennen und erleben. Bei Ankemmen gerade auch gesehen, was für eine Qualität er abgeliefert hat. Auch hier ist das Spiel halt mehr oder minder eine Stufe tiefer, aber dafür super spannend. Das eine trippelt hier, das andere trippelt da, kann das ganze Ergebnis hier durcheinander würfeln. Also nicht, dass es hier nur brennt und 140er in Serie sind. Dann sind es halt die 85er, 96er, 97er Würfe, die den Teen Wolf hier aus der Hüfte springen lassen. Eight.
Punkte, 140 jetzt von Kantele, macht 203 Rest, 33 Punkte also noch bis zum Finish. Er versucht natürlich jetzt klar, dieses Leck bei eigenem Anwurf auch durchzubringen. Kein Triple ist es da für Henderson, macht 280 Rest, hat noch 110 Punkte vor sich, bevor er checken kann. Das sind 80, das sind 100, 103 Rest. Ja, jetzt mal so ein Maximum. Mhm. Wir haben drei gesehen in diesem Match. Eines davon von John Henderson. Ja, Finish steht. Ja. 103 für Finnland, für Kantele. 160 hat Hendo schon getroffen. 121 hat er schon ausgeschossen. Kantele bekommt den Dart aufs Doppel nicht. Und kann Henderson das jetzt hier finishen? Triple 20. Och. Oh, Millimeter. 57. Da sind wir bei 58. Rest. 8 für Kantele. Fürs 1-1. Jawohl. Mit dem ersten Dart. Das 1-1 für Marco Kantele. Ja, John Henderson, der wird das ins Ziel bringen. Er ist keiner, der wohl so ein ernstes Wörtchen wird mitreden können, was den Ausgang dieser Weltmeisterschaft betrifft. Auch wenn wir da diese Halbfinalteilnahme beim World Grand Prix hatten. Ja. Wir sehen hier auch die Ankündigung für das nächste Match. Barney gegen Richard North. Für Henderson. 101. Für ihn geht es darum, in diesem dritten Satz diese Legs durchzubringen, die er selber beginnt. Er braucht kein Break. Das ist jetzt die Aufgabe für Marco Kantele. 140 Punkte. 262 Rest. Das ist die zweite 180. Ja, das wunderbar, ist sie. John Henderson. 121. Die hat er schon gecheckt. Und jetzt müsste Kantele auch wirklich nachlegen. Aufpassen da wegen der 100, sonst kriegst du mit dem Seiler Ärger. Ja. Nein, der rutscht ihm über die 18. Die 170 waren das Ziel. Das hat er so nicht geklappt. Also 6 Darts für Hendo. Und das sind dann meistens genug. 6 Stück für den Score von um die 120 rum. Meistens. Jetzt kommt er hier mit 8 Punkten um die Ecke gerissen. Ja, ja, Jubel sieht anders auch bei John Henderson. 53 Rest und auf jeden Fall noch mal die Chance, das dann auch zu checken. Kantele 17 Punkte entfernt vom Finishbereich. Erledigt. 107. Er bleibt oben. Sport noch ein bisschen. Wunderbar. 47 Rest. Jetzt ist er wieder ein Muster hinter bei Hendo. Ja, diesmal reicht's. Ja, 2-1, er ballt die Faust. Er wird am Ende sagen, wenn er denn durchkommt, sei es drum, du musst nicht in der ersten Runde deine besten Darts spielen. Genau. Das haben wir gestern ja auch von Mensur Suljovic gehört, der irgendwie gesagt hat, ich habe irgendwie nie einen Druck von Kevin Painter gespürt. Warum soll ich dann besser spielen? Es lief doch, ich habe es doch sicher nach Hause gebracht. Warum soll ich jetzt schon mal so ein 108er Average verpulvern, den ich später vielleicht viel, viel besser gebrauchen kann? 120. Ja, ein Triple aus 6 Darts, das könnte zu wenig sein für dieses Leg, quasi auch für dieses Set, aber Hendo lässt sich dann auch ein bisschen bitten, kommt nicht rein in die Triple. Oh. 140, was macht er? 180 hätte ihm ein Finish gebracht. Immerhin einen Treffer im Triple. 96 Punkte, 244 bleiben übrig.
Doppel 1 macht 63, 197, 177 Rest. Und jetzt kommt eine gute Aufnahme. Jetzt kommt dieser Übergang in den Finish-Bereich, der natürlich so enorm wichtig ist. Und er spielt die 140, hat damit 104 Punkte Rest. Und das ist natürlich eine Chance für John Henderson, der hier schon 160 checkte, der 121 auf 0 brachte, um jetzt vielleicht sein letztes großes Finish zu spielen. Und dann steht es am Ende. Schottland 3, Finnland 0. Und 4. 84 Rest. Nee. Das ist der klassische Weg. Wir haben bei 104 jetzt viele, viele Wege gesehen. Und es hat nicht funktioniert bei ihm, bei Hendo jetzt. Also die letzte Möglichkeit für Kantele nochmal zu glänzen. Und vielleicht um das Set noch mal anzugreifen. Oh, der sollte, glaube ich, nicht da oben hin. Doppel 10. Ja. Das passt nicht. Der will 20, Doppel 20 spielen und wirft ihn zu nah. Er will ihn in die Nähe spielen, um ein Gefühl für die Höhe zu haben, um ihn vor allem auch nicht in die Triple 20 zu werfen. Matchstart für Henderson. Doppel 10, zweiter Matchstart. Und der sitzt. Und er freut sich, er ist erleichtert, weil es kein gutes Match von ihm war. Er ist einfach froh, hier durchgekommen zu sein, ohne mehr hat zeigen zu müssen. Ein 3-0-Sieg für den Highlander gegen Marco Cantele.